Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Karto. Ich habe endlich die Olle gefunden. Ich habe echt lange herumprobiert. Es geht darum, ihr müsst ein U machen mit, wo sind wir denn jetzt hin? Bitte lass sie noch da sein, okay. Mit so diesen Steinen. Kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, weil es irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Auf jeden Fall hatten wir ja da so diese, immer diese Steinfraktion. Und ihr müsst daraus also hier wie so ein U bilden und hier da so als Zwischensequenz nutzen. Ihr müsst aber darauf achten, jedes Mal, wenn der Wind kommt, verändern sich die Steine bei allen drei. Das heißt, am besten hier einen benutzen, gucken, dass er in der richtigen Bahn ist. Also hier im Prinzip dann hier auf der linken Seite. Dann geht er hier auf die Karte, switcht die nach da und guckt, wo da schon mal die Steine sind. Und dann müsst ihr die Karte dann dementsprechend umdrehen, genauso wie die anderen. Setzen. Ich wollte nur noch mal gucken. Meine Items, okay. Ich kann sie sehen. Durch den Sand. So undeutlich. Aus der Erde gebaut. Kühle Steine. Entlang des Wassers. Tief unten. Und irgendwo ganz fern. Die Zuflucht. Ja, neue Teile. Guck mal, das wäre doch so ein Ding. Man sagt, ey, das passt doch da genau hin. So. Ich müsste mal ganz kurz an die Arme ran. Ich glaube, ich brauche mit meiner. Ich muss irgendwie Wasser holen. Das hat sich jetzt nicht verändert. Sehr gut. Ein felsiger Brunnen, deren Winde ein Seil fehlt. Tief unten schimmert frisches, verführerisches Wasser. Ein zerbrochener Eimer. Habe ich denn sowas wie ein Seil? Tief Wasser fehlt. Das ist gerade mir ein bisschen umständlich, ne? Was war das denn? Eine verschlossene Kiste, auf die die Zahlen gekritzelt sind. 50? Minus 108. Moment, ich glaube, ich muss die halt dementsprechend drehen, ne? Das wäre 90. Minus 180. Also. Ich. Bei minus 180. Dann 270, also. 90, 180, 270. Bäm! Eine luxuriöse Kiste, die mit einem schimmernden Schatz gibt. Da wird doch niemand eine Münze von. Eigentlich sucht dich ein Seil. Hat nicht vielleicht einer von denen irgendwie ein Seil? Ich glaube, ich weiß, der Schal bestimmt. Bestimmt der Schal. Du, Kamel, komm doch mal her. Immer.
Wo jetzt mal das Ding da oben? Aber dann ist doch der Eimer auch kaputt. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall dann ein Eimer. Kann ich die gucken? Das heißt, ich muss irgendwo einen neuen Eimer aufdrehen. Oh. Pass auf dich auf, Schwester. Wenn du dich müde, zu müde fühlst, dich zu bewegen oder wirf vor dich hin murmelst, dann bist du dehydriert. Was für ein edles weißes Kamel gesehen, das ist das Reittier unseres Captains. Sie lässt es kurz vor dem gelben Sand zurück, damit es dort auf sie wartet. Wenn du das Kamel entdeckst, findest du vielleicht auch einen Hinweis auf den Captain. Ah, hallo? Captain Zamala sagt, dass wir zum Lager zurückgehen sollen, wenn wir uns verlaufen. Wir werden uns dort sammeln und dann erneut ausrücken. Kokosnüsse waren leer, aber wir haben ein paar weitere Klingen gefunden, die man zurückbringen kann. Mit Sand bedeckte Vorräte. Ich brauche sowas. Ein Eimerchen. Ein edles, trauriges. Jetzt habe ich mich ja von der alten so ein bisschen abgeschimmert. Vielleicht müssen wir ihr die Münze geben. Ich kann sie sehen. Ich bin so durstig. Okay, die braucht Wasser. Vielleicht einfach mal probieren. Jetzt krasse Abkürzungen. Vielleicht auch, es war die Kokosnuss. Lol. Dann zurück zum Spiel. Jetzt. Geht auf jeden Fall schneller. Schneller vonstatten. Guck mal, ich hab was für dich. Ah. Danke, dass du mich gerettet hast, geehrte Schwester. Fast hätte ich die Zuflucht erreicht dort, doch auf dem Weg dorthin wurde ich von meinem Verband getrennt. Bitte gib mir einen Moment, um meine Leute zu kontaktieren. Geschwind, meine Liebe. Oh, ich habe eine Nachricht per Sandkäfer geschickt. Sie sind sehr hilfreich für die Kommunikation. Wir markieren unsere Position auf ihrem Panzer und sie graben dann in die Richtung von anderen Fußschritten. Da sie alle paar Tage ihre Panzer abwerfen, macht es ihnen nichts aus. Du scheinst sehr tapfer und zäh zu sein, sonst hättest du mich kaum hier gefunden. Darf ich fragen, ob dir auf deinem Weg meine Schwestern begegnet sind? Ich bin so erleichtert. Ich war mir nämlich nicht sicher, wie weit sie mit meinen Hinweisen kommen würden. Wenn ich richtig liege, dann ist dies tatsächlich das Tor zur Wüstenzuflucht. Um sie zu öffnen, benötigt aber ein besonderes Artefakt. Unser Stamm hat es von Generation zu Generation weitervererbt in dem Wissen, dass es uns eines Tages den Weg weisen wird. Und ich denke, dieser Tag ist gekommen. Doch leider lauert mir eine Bande Sandschurken auf, von denen einer mit dem Artefakt türmte. Könntest du bitte nach dem Schurken Ausschau halten, während wir auf meine Schwestern warten? Herzlichen Dank, ich stehe tief in deiner Schuld. Falls du einen finden solltest, dann denke daran, dass sie zu schnell sind, um sie zu fangen. Es sei denn, du kannst sie irgendwie ablenken. Wir haben sie mal ein Armband direkt vom Handgelenk gestohlen. Diese gerissenen Teufel werden vom Glitzerkram angelockt. Die Sandschurken dürften sich beim gelben Sand aufhalten. Benutze etwas Glitzerndes, um sie anzulocken. Wenn du keinen Glitzerkram dabei hast, dann findest du im verlassenen Lager vielleicht was Passendes. Im gelben Sand, also hier. Oder nicht? Das ist nicht der gelbe Sand?
Die Sandschocken dürfen nicht beim... Was ist denn jetzt der gelbe Sand? Ist doch das hier, oder nicht? Jetzt bin ich durcheinander. Wie soll ich denn das überhaupt benutzen, diese Glitzermedaille? Oh, da kommt was. Hier lang. Ich hätte, glaube ich, nach oben gemusst. Ja. Jetzt schräg nach. Ja, ich will die doch holen. Eine benommene Sandratte mit einem flauschigen Bauch. Oh, erstmal Nase streicheln. Irgendwie weich und sehr sandig. Naja, aber in ihrem Fall steckt etwas Merkwürdiges. Ein Teil der Karte. Ach, guck mal, wer da ist. Ah. Hm? Das Artefakt, du hast es gefunden. Ich bin von Dankbarkeit überwältigt. Du wirkst wahrlich Wunder, Schwester. Wenn ich richtig liege, müssen wir dieses Artefakt nur noch an seinen Platz stellen. Etwa so. Hä? Oh, da krieg ich krass drauf. Das Artefakt ist in Position. Also, was ist der letzte Schritt? Ich weiß es nicht. Hey. Wir haben es geschafft. Dieses Tor... Es ist unglaublich. Über die Jahrhunderte verwittert, doch es steht immer noch. Aber was bedeutet dieses Symbol? Ich finde, das sieht aus wie eine Karte einfach. Vielleicht gehe ich erstmal auf die Magie gucken. Hier so schönes Hall. Weiß nicht, was das Symbol bedeuten soll. Ich habe jetzt auch gedacht, dass hier irgendwie. Was rumglitzert. Artefakt ist also was der letzte Schritt hier ist. Das ist ja witzig. Wo soll ich das wissen? I don't know. Ich hätte ja gedacht, dass du in die Mitte musst. Ich hätte jetzt eher so gedacht, ne?
hätte gedacht, dass ich da vielleicht graben muss. Das vielleicht ist, dass ich da grabe. Aber ich habe nichts, womit ich graben könnte. War das? Ist nichts über diese Pflanzen gelehrt, also hör auf sie anzuziehen. Aha, hast wohl nicht gedacht, dass ich durchhalten würde, Mädel, wa? Ich habe immer noch Pep. Oder wie immer die Jugend von heute es nennt. Und ich konnte ja nicht zulassen, dass meine einzige Enkelin verdurstet. Sie mag vielleicht mein Captain sein, aber deswegen liebe ich sie nicht weniger. Auf dem Tor steht eine alte Schrimp, fast so alt wie ich. Da ist von Licht die Rede. Wow. Hast du diese Sandschurkenbande vorbeihuschen sehen? Da kriege ich Gänsehaut. Wer hätte gedacht, dass die Wüste voller Ratten ist? Sind dafür nicht Schlangen zuständig? Ist die Zuflucht wirklich hinter dem Tor? Also ich kann nichts lesen, so. Irgendwas mit Licht. Witzig. Witzig, witzig, mein Freund. Für die Pflanzenernte auf. Ich hätte ja gedacht, dass da vielleicht noch Dings sind. Andere dieser Geheimteile. Die Schwestern haben einen Käfer von Captain Salamas erhalten und sich auf den Weg gemacht, um sie zu finden. Ich bin so erleichtert, dass sie in Sicherheit ist. Ich bin nur eine Praktikantin, deshalb bleibe ich zurück, um mich um die Kamele zu kümmern. Sie riechen etwas streng, aber ich mag sie trotzdem. Was für ein findiges Tier. Ein edles, traurig wirklich. Dramatisches Dromedar. Irgendwie noch nicht so ganz klar, was sie von mir wollen. Redet mit mir. Offenbar die Zuflucht unter dem Licht, aber welchem Licht? Unter dem hier, siehst du doch. What this? Geh doch mal kurz da weg. Luft. So.
was nachbauen muss? Ja, lol. Ja, wie komme ich jetzt an das Wasser? Ja, Mai. So geht's natürlich auch. Ich muss sagen, die Wüste war schon echt knifflig. Aber wir haben eine Oase gefunden. Also nicht zu ungut, aber ich finde das ein bisschen unhygienisch, dass ihr eure Kamele habt da in das Wasser geschickt. Anscheinend ist unser Trinkwasser auch ein Kamelbad. Ich würde es nicht trinken. Ich sollte besser nicht groß daran denken. Yay, Wasser! Ihr seid ja eklig. Nicht zu ungut, aber... Boah, ist das widerlich. Gehen wir mal die anderen gucken. Gut, gut. Wir brauchen eigentlich keinen Brunnen mehr. Vielleicht machen wir daraus einen Wunschbrennen, damit es endlich einen Verwendungszweck für diese Münzen gibt. Es ist irre. Wir werden ein größeres Lager brauchen und ein Boot. Ein Boot. Wozu? Wow. Ich hatte immer an die Zuflucht geglaubt. Aber es fühlt sich immer noch unwirklich an, wirklich hier zu sein. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Sobald wir mehr Käfer aufgespürt haben, schicke ich dem Rest unseres Stammes eine Nachricht, damit sie uns finden können. Endlich Wasser. Ich bin dir dankbar, Mädel. Du hast meine Enkel und meine, den Captain aufgespürt. Und dir dann bei der Zuflucht nach der Suche nach der Zuflucht geholfen. Für mich bist du hiermit eine Ehrenwassersucherin. Wow. Habt ihr dieses Erdbeben gespürt? Das kann doch nur von diesem Vulkan stammen. Das scheint sich eine größere Eruption zusammenzubrauchen, wenn man so weit spüren kann. Ich sag euch ja, es ist immer etwas los. Wir kommen von Sand in die Lava. Ja. Die Ältesten flüsterten von Geheimtunneln unter der Zuflucht. Doch wenn du sie betrittst, findest du womöglich keinen Rückweg, Rende. Einige Stufen führen nach unten in die Dunkelheit. Willst du die betreten? Ja. Habe ich eine Wahl? Sind wir mal ehrlich, habe ich eine Wahl? Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ach, lol. Finanzboot, sie scheint ganz in der Nähe zu sein. Bestimmt beim Geschichtenerzähler, Dude. Ah, sag ich doch. Kato! Oh. Das finde ich schön. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht, als du nicht am vereinbarten Treffpunkt warst, aber anscheinend warst du schwer beschäftigt. Der Geschichtenhüter hat mir erzählt, wie du auf einem Weg zur Wüste bei ihm vorbeigeschaut hast. Kannst du irgendwelche Hinweise zu deiner Oma finden? Oh, das tut mir leid. Es ist sicher nur eine Frage der Zeit. Ich wette, dass sie genauso unermüdlich nach dir sucht. Ah, du hast auch die Erschütterung des Bodens gespürt. Ich dachte erst, dass sich da nur mein Magen über das Mittagessen beschwert, aber dann fielen einige Bücher aus dem Regal. Anscheinend ist der Vulkan wieder aktiv. Die Eruptionen sind vielleicht ein Anblick. Der Himmel verdunkelt sich mit darken und dicken schwarzen Rauch, durch den orangene Glut treibt, als wären es Schneeflocken. Und dieser Rauch könnte es deiner Oma schwer machen, sich am Himmel zu orientieren. Ich frage mich, ob du sie irgendwo warnen kannst, Kato. Das ist bestimmt ein Versuch wert. Prima, im Vulkanflügel können wir bestimmt einige Hinweise dort finden. Ich treffe dich dort. Welche Ungeduld. Doch bedauerlicherweise wird der Vulkanflügel schon seit einiger Zeit vermisst. Das Haus kann ein wenig unberechenbar sein.
Manchmal sind die Räume da, wo du sie erwartest. Manchmal gehen sie verloren. Wenn ich doch nur wieder das Dachgeschoss betreten könnte, eines Tages vielleicht. Ach, nicht der Rede wert. Nur die wehmütige Sehnsucht eines alten Mannes. Jedenfalls werde ich keine große Hilfe dabei sein, den Vulkanflügel ausfindig zu machen. Aber ich kann normalerweise alles Gesuchte finden, wenn ich nur genug Bücher lese. Das ist der beste Ausgangspunkt. Die zweite Etage. Ist das aus der Schrecknis? Glaub mir, dieses Haus ist verflucht. Bei der Erkundung seiner labyrinthartigen Gänge sah ich ein Etagenschild, auf dem statt einer Nummer nur ein ominöses Fragezeichen stand. Panisch rennte ich zur Treppe, nur um festzustellen, dass auch die Etagen darüber und darunter mit einem Fragezeichen ausgewiesen waren. Auf diesen unbekannten Etagen waren Räume, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Mit jedem Schritt wuchs meine Furcht. Schließlich gelang mir die Flucht. Ich werde diesen gottlosen Ort niemals betreten. Halten ihn nochmal zurück. Da glitzert was. In ihrem Stamm wurde die Wassersucher sehr verehrt. Schließlich lag das Überleben in ihrer Hand. Auf der Suche nach Wasserquellen reisten sie oft weit jemand zu Hause entfernt. Ihre Sinne waren ganz auf die Wüstenumgebung abgestimmt. Und bei um ihnen bei der Suche zu helfen. Sobald sie eine neue Wasserquelle entdeckt hatten, folgten ihnen der ganze Stamm mit Kind und Kegel und Kamelen. Ach ja. Muss ja ein bisschen. Jetzt hatte ich. Wie kann ich das denn nicht lesen? Vielleicht kann ich dir eines unserer Bücher dabei helfen, den fehlenden Vulkanflügel zu finden. Jetzt bin ich im Erdgeschoss. Fragezeichen. Da geht's runter. Da geht's. Ding. Das ist das Erdgeschoss, das muss runter. So, den komme ich zum zweiten Geschoss, erste Etage. Geht's aber nicht hoch. Funktioniert das denn jetzt nicht? Da ist doch Treppe über Treppe.
Weiß nicht, wie es funktionieren soll. Vielleicht muss ich einen Kreis bilden? Wäre Blödsinn. Die kleine Kartografin konnte ihre Oma nicht in der Wüste finden. Doch zunächst plagten sie andere Sorgen. Wie konnte sie ihre Oma warnen, dass der Vulkan kurz vor dem Ausbruch stand? Und wie würde sie dort überhaupt hinkommen? So. Also ist das jetzt so ein Ding im Haus oder muss ich irgendwo anders hin? Wir müssen den Vulkanflügel finden. Der Vulkanflügel ist aber im Dachgeschoss und ich komme nur bis zum zweiten. Der alte Dude steht da immer noch. Immer nur im Erdgeschoss. Ich habe jetzt alles gelesen, was geht. Erneut lesen? Nein. Ah. Ich kann auch immer nur dahin. Bestimmt Untergeschoss. Der Dude ist weg. Nee, da ist er. Bin ich im ersten Untergeschoss? Eingang. Eine bräunliche Flüssigkeit, ist das etwa Tinte? Hätte ich ja gesagt, einfach wieder so hoch, ne? Aber das funktioniert nicht. Bei mir denn halt. Bin ich hier schon wieder im Erdgeschoss? Also du bist unten. Soweit wissen wir schon. So, hätte ich gesagt so. Aber leider kriege ich den ja nicht hoch. So komme ich nur auf die zweite Etage. Fragezeichen Etage. Und nochmal Fragezeichen Etage. Yay. Das ist nicht das, was ich wollte. Das bringt mir gerade irgendwie nichts, weil mir das Ding fehlt. Jetzt bin ich mich wieder in der ersten. Na schön, ich mache hier Feierabend. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da, ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.